Content is King. Das heißt also, Menschen haben Werbung an sich eigentlich satt. Aufmerksamkeit bekommt eigentlich der, der hilfreiche und unterhaltsame Stories liefert. Also sozusagen Lead-Generierung über Content. Also so wie wir? Genau, so wie wir. Vorher wäre es natürlich von Vorteil, wenn man die Zielgruppe genau kennt. Da gibt es eigentlich ganz eine spannende Seite, da kann man sich eine kostenlose Vorlage von Bias Persona Template runterladen. Und da kann man sich die Zielgruppe, also es sind fiktive Charaktere, kann man sich eigentlich durch gestellte Fragen überlegen, also demografische Daten etc. pp. Wenn ich jetzt einen Text verfasse, dann sollte der klar strukturiert sein, durch Zwischenüberschriften, kurze Absätze, schnell erfassbare Sätze, klare inhaltliche Führung, Einsatz von Bildern und Videos, also multimedial, ein Inhaltsverzeichnis für lange Texte, der Ausblick auf nächstes Mal, also da schauen wir uns Textgestaltung, Überschrift, Teaser und Beitrag ein bisschen genauer an. Noch ganz kleiner Tipp, also Geschichten erzählen, das ist eigentlich das A und O, weil kein User wird jetzt auf seiner Customer Journey sofort etwas kaufen, sondern der wird sich erst einmal informieren und alles, was er Nutzwert bringt oder unterhaltend ist, wird einmal in erster Linie zuerst gelesen.